Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Und eigentlich bin ich gerade richtig müde und am liebsten würde ich mich jetzt einfach nur hinlegen und schlafen. Aber ich dachte, bevor ich schlafe, gönne ich mir einfach mal wieder ein schönes 5-0er Dosenbier. Dann kann ich nämlich noch besser schlafen, wenn ich schon müde bin und das noch reinkippe. Aber bevor ich einfach ein 5-0er Dosenbier trinke, habe ich gedacht, verbinde ich das gleich mit was Sinnvollem, mit einer neuen Folge Ramses Kitchen, denn ich teste ja immer Getränke, Energydrinks, andere Sachen. Und heute haben wir eine besondere Edition. Heute geht es nämlich um Tiere. Ja, da ist schon eins. Ich habe für euch vorbereitet einmal Lamate. Kennt ihr das? Mit dem Lama drauf. Lamate Minze, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Mate-Minz-Geschmack aus dem Rewe-Sender. Wir begrüßen Sie in unserem Rewe-Sender. Gibt's schon leider lange nicht mehr, diese Ansage, ist aber legendär von früher. Und wir haben einmal normal Lamate, also das normale Mate-Getränk mit dem Lama drauf. Gegenüber die Herausforderer sind diesmal Kong. Ihr habt nämlich hier Kong Strong, also mit diesem Gorilla drauf. Und da haben wir hier einmal eine Strong Cola Koffeindrink und wir haben von Kong Strong Wild Power Zero Energy Drink mit Pflaume und Zimt. Da freue ich mich besonders. Ihr seht auch hier bei dem Kong Strong Logo so Schneeflocken, alles dabei. Ist im Prinzip so eine Winter Edition. Ich kenne die beiden Kong Strong noch gar nicht. Die möchte ich mal probieren, die normalen Kong Sachen. Und wenn ich das alles jetzt öffne, kann ich das wenigstens heute Abend, wenn ich dann wieder fit bin, gemütlich trinken. Deswegen wollen wir mal anfangen. Aber ich zeige euch das nochmal hier von der Seite, wie das also aussieht. Hier Rewe, beste Wahl. Das Lama mit dem Trinkröhrchen. Lamate Minze. Mate Minzgeschmack. Dann das Originale. Das sollte man natürlich dann also vorher probieren. Erst das normale Lamate mit Mate Geschmack, koffeinhaltig und Erfrischungsgetränk mit Mate-Geschmack, dann Minze, dann kommen wir vom koffeinhaltigen zur Strong Cola, Koffein, warum aber, keine Ahnung, Wild Power, das steht wahrscheinlich auf jedem drauf. Kong Strong ist auf jeden Fall immer sehr günstig. Und von den Koffeinhaltigen gehen wir über zum koffeinhaltigen Special Drink mit Pflaume, Minze, Siro ohne Zucker. Also das wieder mal eine sehr wilde Vierer-Kombination. Ich versuche immer, dass die vier Getränke, die wir vorstellen, irgendwo auch zusammenpassen oder einen Übergang ergeben, der Sinn macht. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem normalen Lamate Lama mit Mate-Geschmack. Alles natürlich mit Kohlensäure, dürfte natürlich alles schön gekühlt sein, ist es nicht, steht schon wieder 2 Jahre hier. Wer das nicht kennt, Mate ist doch irgendwie trotzdem so eine Art wie Tee, oder nicht? Also, man hätte auch die Affen-Tee-Edition machen können. Erhöhter Koffeingehalt für Kinder und schwangere Ramses oder stillende Frauen nicht empfohlen. Bla 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 bla. Unerwünschte Wirkungen nicht ausgeschlossen. Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise wird empfohlen. Da bin ich aber froh drum. Schmeckt auf jeden Fall ein bisschen süßlich. Hab das irgendwie anders in Erinnerung. Mate gibt es ja in vielen verschiedenen, von vielen verschiedenen Herstellern so. Habt ihr auch schon mal so einen Mate-Drink getrunken? Wie schmeckt euch das? Ist das lecker? Ist das nicht so lecker? Und was ist das überhaupt, eurer Meinung nach? Ich will jetzt nicht weiterlesen, was da noch so draufsteht, was Mate eigentlich ist. Immer Mate-Extrakt hin und her. Ich dachte, das hat trotzdem irgendwas mit Tee zu tun. Schmeckt wie irgendwie so ausgelutschtes Bonbonwasser, was die ganze Zeit im Regen stand und drauf geregnet ist, sodass ihr ganz leicht noch so einen süßlichen Nachgeschmack habt, aber es irgendwie eine sehr wässrige Note hat.
Wir kommen weiter zum La Maid Minze. Da bin ich mal gespannt. Schmeckt das jetzt wie After Eight? Schmeckt das wie Pfeffi? Schmeckt das auch wieder wie Tee? Wie Pfefferminztee? Getarnt natürlich. Boah, das spritzt alles an den Arm. Boah, das riecht wie dieser... Kennt ihr Mojito oder so? Diese ekligen Cocktails. Das haben sie beim Werbelinsee immer gesoffen. Das fand ich so eklig, so aufdringlich durch diese komischen Minzkräuter. Also Pfeffi, wunderbar. Aber diese komischen Mojito-Drinks und Cocktails, richtig abartig. Wir haben jetzt hier also den Made-Minz-Geschmack. Steht natürlich auch drauf, dass es sehr gesund ist. Wir probieren mal im Gegensatz zu dem normalen. Gut, dadurch, dass der wie der erste auch relativ wässrig im Geschmack ist und im Nachhinein dann der Geschmack durchkommt, ist es nicht ganz so aufdringlich wie Mojito, wie auch immer. Kann man trinken, ist jetzt aber nichts, wo ich unbedingt nochmal kaufen müsste oder kaufen würde. Da würde ich lieber den normalen Made nochmal trinken als den Made mit Minze. Aber beides jetzt nicht so mein Fall. Da freue ich mich schon viel mehr jetzt auf den Gorilla. Ich denke mal, das Lama hat keine Chance. Der Gorilla wird hier das Rennen machen. Und wir fangen an mit der Strong Cola. Da gibt es ja auch immer verschiedene Sachen. Da gibt es ja auch von Booster diese Booster Cola. Dann die Real Cola von Booster mit dem Affen drauf. Also wirklich mit dem Affen. Das ist ja ein Gorilla. Das andere ist wirklich nur ein Affe. Hier steht auch Lidl drauf. Exklusiv aus dem Lidl, genau. Kong aus dem Lidl. Was steht da noch so? Bitte Dose stehend, geruchsneutral, vor Wärme und Licht geschützt lagern. Wunderbar, das sind die Hinweise, die ich brauche. Wir sind mal gespannt, ob das nach Cola schmeckt und ob das mit der Booster Cola mithalten kann, ob das auch mit der Red Bull Cola mithalten kann. Es riecht auf jeden Fall wie Zuckerwasser, also wie Cola normalerweise so riecht. Ich frage mich jetzt schon, wie ich das Bier nachher noch trinken soll. Mir ist jetzt schon einfach ultra schlecht. Ich weiß nicht, mir fehlt auch irgendwie der Geschmack. Es hat eine Cola-Note, aber es ist natürlich weit entfernt von Coca-Cola. Ich finde auch im Gegensatz zur Booster-Cola hat es ein bisschen weniger Geschmack. Ihr könnt das vielleicht mit so einer Club-Cola oder mit einer Afri-Cola vergleichen. Gut, Afri-Cola feiern wieder alle. Entweder habe ich so viel von dem Made noch intus, dass jetzt plötzlich alles wässrig schmeckt, oder die Strong-Cola als Koffeindrink schmeckt einfach nicht stark. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch, ne? Bin ich zu stark? Ist die Cola zu schwach? Vielleicht ist es andersrum. Schmeckt auf jeden Fall besser als die Mates. Aber als Cola-Getränke, da würde ich eher trotzdem zur Red Bull Cola tendieren oder eben zur Booster Cola. Da habe ich immer früher ganze Paletten mitgenommen. Wir haben jetzt aber noch den Pflaume-Zimt. Und da bin ich besonders gespannt bei dem Geschmack. Man kennt ja auch immer die Dr. Pepper Cola, die so mit Pfeffergeschmack ist. Hier mit Zimt, das ist bestimmt auch ein bisschen brennend im Rachen. Ist aber gleichzeitig Zero, das heißt, das kann eigentlich auch nur eklig werden. Wir gucken mal. Kong Strong, Wild Power und wieder alles auf dem Arm gespritzt. Als Zero Pflaume Zimt. Na, ja, der riecht wie dieser Red, Big Red Kaugummi. Den feiern ja auch viele Leute. Viele hassen den, viele feiern den. Wir sind mal gespannt, ob das wie der Kaugummi schmeckt. Also erstmal merkt man ganz präsent den Pflaumengeschmack. Das ist wirklich, als würdet ihr einfach eine Pflaumensaft trinken. Der ist sehr präsent, macht sich breit überall im Mund. Zimt merkt ihr ganz leicht hinterher, aber nicht so aufdringlich. Und also es kratzt auch nicht im Hals. Es ist angenehm zu trinken. Was aber hinterher kommt, ist wirklich, ihr merkt, das ist Zero. Denn gerade wenn es schön süß ist, geht der Geschmack komplett weg und ist einfach nur noch
abgewürgt im Hintergrund. Wie wenn ihr halt eine schöne Cola trinken wollt und wenn ihr absetzt und ihr merkt, das ist Zero, ist der Geschmack einfach weg auf einmal. Wo es sonst immer einen schönen Nachgeschmack hat und ausklingt, ist hier einfach dann gar nichts mehr. Wir nehmen aber nochmal einen Hieb. Ist auf jeden Fall interessant. Mich stört aber trotzdem das Zero, sonst hätte das einfach noch einen viel besseren Geschmack, wenn das im Nachhinein einfach dann nicht so mau wäre. Also für mich eigentlich nichts dabei heute, was richtig überzeugend ist. Die Mates kann man ganz weglassen. Die Strong Cola, okay, nochmal schön gekühlt, in einem Hieb weggezogen. Ist das auch in Ordnung? Bei Pflaume Zimt vielleicht einfach noch 10 Löffel Zucker reinmachen, damit das Zero weg ist. Ist auf jeden Fall geschmacksintensiv am Anfang, vordergründig und nur hinten raus geht's dann weg. Wir kommen aber zum Highlight der Folge, nämlich das 5-0er, das gute 5-0er Dosenbier, was immer noch vom Videodreh mit Iswo übrig ist. 500 Dosen, deswegen muss ich immer am Ende der Folge eine trinken. Das ist ein Running Gag geworden so, aber ja, eigentlich ist es anders, ist ein asozialer Gag geworden am Ende. Riecht auf jeden Fall auch wieder richtig herb und behindert. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer sterbender Schwan, Ramses.